Moin, mein Name ist Faras Kasimu. Ich trage die Nummer 5 diese Saison und ich habe zuletzt beim Hamburger Sportverein gespielt. Ich bin in Deutschland, Hamburg geboren, am 6. Januar 2003. Mein erster Fußballverein war der SV Osterverborn. Und wie ich zum VfB gekommen bin, ist ganz einfach, also ich habe mich für den VfB interessiert. Und aufgrund des guten Kontakts mit Herrn Harms hat es dann dementsprechend geklappt, ja. Also ich spiele auf der Innenverteidigung. Früher habe ich auf der Sechserposition gespielt, also im zentralen defensiven Mittelfeld. Und da würde ich auch gerne spielen, aber ich glaube, meine Stärken habe ich in der Innenverteidigung, ja. Also da gibt es auf jeden Fall viele schöne Erlebnisse, die ich erlebt habe. Zum Beispiel, als ich noch in der U16 beim Hamburger Sportverein war, haben wir die Liga gewonnen. Das war was ganz Besonderes für mich. Aber auch, wir waren auf vielen Turnieren mit vielen Zuschauern. Das war auch immer eine große Ehre, bei so einer großen Bühne dabei zu sein. Ja. Also ich habe noch keine Wohnung in Lübeck. Zurzeit pendel ich noch von Hamburg nach Lübeck. Bin noch gerade am Überlegen, ob ich mir eine Wohnung anschaffen soll und denke mal, dass das Ende des Monats zu einer Entscheidung kommen sollte. Ich wohne noch bei meinen Eltern, habe 4 Geschwister, also ich wohne noch nicht allein, habe auch noch keine Kinder, nee. Aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Also ehrlich gesagt kannte ich noch nicht so viel von Lübeck, habe halt viel von Lübeck gehört, weil ich auch Freunde hatte, die hier im Verein gespielt haben. Aber ich finde, dass Lübeck eine sehr schöne Stadt ist. Für mich persönlich eine sehr ruhige Stadt, was mir persönlich sehr gefällt. Mit schönen Restaurants, man kann schöne Sachen unternehmen. Ja. Also ich muss am Mittwoch leider auch in die Mannschaftskasse zahlen. Ich glaube, das sind 60 Euro, die ich zahlen muss. Warum ich zahlen muss, ist wegen dem Kreis. Gab es ein paar Doppelrunden. Aber sonst eigentlich nichts Schlimmes so. Ich kannte eigentlich gar keinen aus der Mannschaft so. Aber ich verstehe mich ganz gut mit den Jungs. Das sind tolle Jungs. Viele haben auch sehr viel Erfahrung, wo ich immer was mitnehmen kann. Kann auch immer Fragen stellen, wenn ich irgendwelche Probleme habe und das hilft mir auf jeden Fall, ja.